Wir sind jetzt im Museum drinnen. Wir haben sogar einen deutschen Guide bekommen. Ist so aufgebaut, dass wir von der Edo-Zeit bis zur heutigen Zeit richtige Stadtviertel hier durchlaufen. Es wird atemberaubend, denke ich mal. Und ich filme einfach mal ohne Kommentar ein bisschen für euch mit, dass ihr ein paar Eindrücke kriegen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß bei. Mit dem Museum. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar coole Eindrücke geben hiervon. Das war echt mal interessant zu sehen, dass wir hier die Edo-Zeit aus Japan uns mal anschauen konnten. Und wir werden jetzt nur noch was essen und danach nochmal nach Akihabara gehen. Ich kaufe mir, wie gesagt, nochmal eine Kleinigkeit. Denk mal, dann lasse ich die Kamera heute auch mal zu Hause, denn ich will Tokio mal ganz gerne mit meinen eigenen Augen sehen und nicht immer durch einen Bildschirm. Morgen gehen wir zum Kaiserpalast, da nehme ich euch wieder mit und deswegen freut euch auf die Aufnahmen. Bis dahin, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Vlog und wir sehen uns dann beim nächsten wieder. Ciao! Was clever. If we go down, then we go down together. Let's get away. Can we do this shit? Was that Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Tag in meinem Vlog. Und heute wollen wir zum Kaiserpalast in Tokio. Die Jungs sind auch wieder mit dabei. Irgendwo da hinten stehen sie gerade rum. Und nun schaut euch das erstmal an. Wir sind hier mitten in der Big City. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter umdrehen, haben wir einfach die komplette Natur hinter uns, was halt echt mega entspannt ist. Also freut euch auf die Aufnahmen. Ich glaube, wir haben heute echt mal so ein bisschen mehr das Naturspektakel vor uns. Bin ganz gespannt auf die Flora dort. Bin ja, wie gesagt, so ein Pflanzenfetischist. Vor allem das Schöne ist hier schon alles so schön grün. Ich weiß ja nicht, wie es jetzt aktuell in Deutschland gerade aussieht, aber ich finde das immer ganz schrecklich, wenn die ganzen Blätter von den Bäumen abfallen. Und hier bin ich wieder in meiner grünen Idylle. Von daher, Jungs, starten wir mal die Tour zum Kaiserpalast, oder? Und wenn ihr gerade dabei seid, der Baumi, der hat auch richtig geile Vlogs hochgeladen. Unter anderem sieht man da auch meinen Geburtstag im Tokyo Tower. Das heißt, wenn ich zu Hause bin, geschnitten habe, verlinke ich euch das Ganze nochmal unten in der Infobox. Und wie er Karaoke singt. Und wie wir Karaoke singen. Oh Gott, das habe ich heute noch gar nicht gesehen in dem Vlog. Na gut, dann seid gespannt. Ich mache heute wieder ein paar Aufnahmen, wo ihr einfach nur die Eindrücke sehen könnt und ich gar nicht viel zu laber. Dann bis später. Thank you.
wir müssen jetzt gestehen, dass wir ein bisschen enttäuscht sind von dem Kaiserpalast, weil man kommt halt wirklich nicht mal ansatzweise in die Nähe davon. Wir haben gewusst, dass man nur zweimal im Jahr reingehen kann, aber dass man jetzt halt wirklich nur das bisschen Park hat und dann quasi hier auf dieses Tor gucken kann. Und ich glaube, da oben, ich versuche es euch mal drauf zu kriegen. Da hinten so das Weiße, da, dass man da so grob erahnen kann, wie das Gebäude davon noch aussieht, auf dem Grundstück. Naja, deswegen fahren wir jetzt weiter zum Meiji-Kojo-Tempel. Der soll wohl super sehenswert sein, auch eine riesengroße Grünfläche haben. Deswegen bleibt dran, wir sehen uns gleich weiter dort. Ja, nun Leute, sieht so aus, als wären wir an unserem zweiten Ziel für heute angekommen. Tier. Und zwar der Meiji-Kojo-Tempel. Ob ich das richtig ausspreche? Keine Ahnung. Und das ist mir auch egal. Aber hier sieht es schon wieder ziemlich geil aus, weil doch etwas mehr Natur als vorhin bei diesem komischen Kaiserpark, Kaiserschloss, was auch immer. Nö. So, dann werde ich jetzt mal kurz einen Schwenker machen mit euch. Piu. Ja. Guckt es euch an. Ist das nicht schön? So die schönen grünen Bäume. Da wird der Waldorfschüler in mir richtig wach. Vielleicht tanze ich gleich ein bisschen meinen Namen. Das ist echt faszinierend. Du hast da hinten wieder diesen, wo ist er? Da, diesen riesengroßen, dieses riesengroße Haus. Und dann drehst du dich wieder um und stehst halt hier vor so einer tollen, so einem Tempeleingang, so einem Riesentor. Wunderschön. Also auch, wie frisch die Luft hier tatsächlich ist, obwohl wir mitten in der Stadt sind, ist so unglaublich. Ich bin mega gespannt, wie jetzt der Rest da drin aussieht. Mir wurde mal gesagt, das Ganze wäre ein Tagestrip. Wir steppen da jetzt wahrscheinlich so 2-3 Stunden durch. Und ihr folgt mir einfach mal. Wir laufen da überall lang. Überall. Wir werden alles ablaufen. Jeden kleinsten Millimeter werden wir da ablaufen. Wenn wir so richtige Naturburschen sind. Ja, ja. Professioneller Kameramann hier am Start, weißt du hier. Macht einen auf 4K-Kamera. Ich laufe jetzt einfach durchs Bild. Ja. Alles klar, Digga! Wir sind jetzt im Park und der Kevin, der ist gerade voll hier am Hinlaufen. Und ich würde mal sagen, dass wir jetzt einfach mal in den Park gehen. Ja, wir lassen den Waldorfschüler aus uns raus jetzt. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Ich werde jetzt mal die Fresse halten und schaut euch einfach nur das an. Wow, wirklich. Wow.
Also, wir sind jetzt mit unserem Wandertag erstmal ein bisschen fertig geworden und sind auch ziemlich kaputt von den letzten Tagen. Ich glaube, wir sind in den letzten 4-5 Tagen über 60-50 Kilometer gelaufen. Und deswegen wollen wir jetzt nur noch was essen. Wir sind in einem ganz traditionellen Ramen-Restaurant und haben uns hier richtig geile Ramen bestellt. Das ist meins. Ein ganzes Kilo für jeden. Das lassen wir uns schmecken. Und dann wird es heute wahrscheinlich nur noch ein bisschen zum Ausruhen gehen. Vielleicht noch mal ganz kurz nach Akihabara, weil gestern die Geschäfte um 8 Uhr zugemacht haben und ich habe noch nicht genug Figuren gekauft und der Baumi auch noch nicht. Wir gucken mal. Eventuell fahren wir heute sogar noch mal Achterbahn. Heute, oder? Ja. Na gut, ein Kilo Nudeln reinhauen und dann Achterbahn fahren. Wird bestimmt die beste Idee ever sein. Ich filme nachher noch mal ganz kurz die Achterbahn für euch ab, aber dann war's das auch und dann sehen wir uns morgen wieder. In diesem Sinne,